Die Wolbecker Straße, das Mekka unseres Mittagessens. Fast jeden Tag pilgern wir diese Straße entlang und suchen nach Möglichkeiten, uns zu sättigen. Dabei handelt es sich nicht nur um die ganz klassischen Restaurants. Und weil wir, wie unsere kleinen, behaarten, barfüßigen Freunde aus dem Auenland, auch sehr gerne essen, haben wir das als passenden Anlass genommen, um euch nun in verschiedenen Teilen die kulinarischen Ergüsse der Wolbecker Straße vorzustellen. Unser erstes Frühstück zu Hause ist schon wieder aufgebraucht und unser Magen schreit nach mehr. Also brechen wir auf, um uns das zweite Frühstück zu genehmigen. Die zwei Lokalitäten, die wir besuchen, sind das Teichen und Beschleuniger und das Montmartre. Ersteres wurde 2010 gegründet mit dem Ziel, Bagels in Münster zu kultivieren. Teilchen und Beschleuniger kann man wochentags ab 8.30 Uhr verzehren, schnabulieren oder verspeisen. Und am Wochenende ab 9 Uhr. Überwiegend besteht das Publikum aus Studenten und Jüngeren, wie man sehen kann. Geordert haben wir einen klassischen beliebten Bagel und als Kontrast dazu einen süßen Muffin. Die Atmosphäre war heimelig, entspannt und so gut besucht wie es ist, kommt das Konzept sehr gut an bei den Münsteranern. Danach war unser Hunger jedoch noch nicht gestillt. Wir wollten definitiv mehr. So schlug es uns die Straße ein Stück weiter hoch ins Montmartre. Seit über 10 Jahren kann man hier, wenn einem nicht nur morgens der Magen knurrt, den ganzen Tag bis abends frühstücken. Im Café Montmartre kann man ab 8 Uhr wochentags sich sättigen und sonntags ab 9 Uhr. Das Café war ebenfalls gut besucht, das Publikum im Durchschnitt aber etwas älter. Aus allerlei Möglichkeiten von der Frühstückskarte haben wir uns ein Crêpe mit Zimt und Zucker, das kleine Frühstück mit dem wohlklingenden Namen Amelie und ein überbackenes Schinken-Käse-Sandwich auserkoren. Der wohlriechende Duft, die bequemen Polstermöbel und der urige Charme des Cafés sprachen für sich. Egal, was das Herz begehrt, ob süß oder herzhaft, erstes, zweites oder gar drittes Frühstück, die Möglichkeiten auf der Wolbecker Straße, das passende Frühstück für seine Gelüste zu finden, sind abgedeckt, sie sind ausreichend, vielfältig und nicht zu wenig.